Erwerbstätige in Europa werden immer älter. Um das Altern von Mitarbeitern aktiver und gesünder zu gestalten, haben wir im Projekt Bionic eine neue Plattform mit intelligenter Methode entwickelt, wie zum Beispiel eine Risikoalarmierung in Echtzeit bei ungesunden Bewegungsabläufen am Arbeitsplatz. Die neue Technologie setzt nicht nur im Arbeitsumfeld, sondern im privaten Bereich an. Neben altersoptimierte Risikobeurteilung von Mitarbeitern findet im Privatumfeld ein kontinuierliches, auf die spezifischen Bedürfnisse und Fitnessniveau der Benutzer angepasstes spielerisches Training mit medizinisch fundiertem Feedback statt. Basis der Maßnahmen bilden die mit unserem Partner gemeinsam entwickelten Smart Sensor, die am Körper getragen werden. Die damit aufgezeichneten Körperinformationen werden direkt auf einen intelligenten Chip ausgewertet, unaufdringlich, sicher und datenschutzkonform. Die unsichtbar in der Arbeitskleidung integrierte Sensoren zeichnen die Belastung anhand von Herz, Atemfrequenz, Bewegung des Kopfes, des Rückens, der Arme, der Beine auf. Der intelligente Chip analysiert die Daten und zeigt mögliche Fehlstellungen und Überlastung auf eine Smartwatch oder auf einem Smartphone an. Die Aufzeichnung wird vom AI-Coprozessor per Wi-Fi auf das Edge-Device des Werkers übertragen. Dieser hat die volle Kontrolle über seine persönlichen Daten. Durch seine explizite Anweisung erfolgt ein Upload auf die Bionic-Plattform auf firmeneigene und innerhalb der EU gehostete Server. Neben der Optimierung der Arbeits- und Bewegungsabläufe im beruflichen Umfeld ist auch die regelmäßige Bewegung zu Hause wichtig. Bionic bietet dazu eine Applikation mit individualisierter Übung zu Hause oder im Fitnessstudio. Dazu kommen spielerische Ansätze wie Challenges und Motivationsspiele, die das Training-Effekt steigern und die Mitwirkung der Mitarbeiter erhöht. Wenn der Benutzer möchte, kann ein Betriebs- oder Hausarzt die Wirksamkeit der individualisierten Übung begutachten und Empfehlungen zur Optimierung des Arbeitsplatzes unterbreiten.